puts an end to the evil of all Skyrim foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. HollstoneTV Skyrim, das etwas andere Let's Play. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario von HollstoneTV und ich begrüße euch zur Folge 140. Und im Moment befinden wir uns in einer Höhle auf der Insel Mittelwald, haben ein zweites Segment für einen Drachenschrei gelernt. Congratulations, Dragonborn. In slaying Dragus, you have won a mighty victory. I apologize for not helping you, but I could not interfere. Unfortunately, even the walls here seem alive. Zagris has almost dominated the soul of Valkyr and entered his body. We must move quickly. I will grant you the power of this second word, as I did before. Farewell for now, Dragonborn. We will meet again soon. But first, return back to your district mage. He has some information for you. Now go, and speed be with you. So, haben wir den also auch aktiviert gekriegt. 2 Teile, ein Teil fehlt noch. Das kriegen wir auch noch raus, wo wir den herkriegen. Und insgesamt, wer es noch nicht weiß, wer sich erst jetzt in der letzten Folge eingeschaltet hat, wir brauchen diesen Drachenschrei, um überhaupt eine Chance gegen einen Dedra zu haben, gegen den wir noch kämpfen müssen. So, aber jetzt erstmal hier raus. Raus aus der Höhle. Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Wer weiß, was da noch alles rumkreucht. Gut. So, sind wir wieder draußen. Huch. Die anderen sind jetzt auch draußen, ja. Och, du Armes. Tut dir doch keiner was. Hier jedenfalls nicht. In Skyrim sieht das anders aus, aber hier lasse ich dich. Hier bin ich richtig verschnellert zurück zum Jarl. Oder? Ja, und der ist ja beim Jarl. Also war ja gleich, ist ja nicht weit weg, das täuscht immer. Die Dimensionen sind ja hier nicht ganz so extrem. Die Insel ist eigentlich gar nicht so groß. Oh, Nunwurz, aha. Stop. Was? Give me all your money. Hast du eine Waffe oder was? Ich brauche mein Geld für mich alleine. Muss immer Kopfgeld und sowas bezahlen. Und ein Adoptivkind habe ich auch. Wer bist du denn? Highwayman. Ha! I don't think so. I'm taking that gold from you, dead or alive. Träum mal weiter, du Spinner. Träum mal weiter, so. Ich bin direkt hinter uns. Ja, guck mal nicht. Wieso habe ich die jetzt angefangen? Ich kann gar nicht umschalten. Wieso kann ich denn nicht? Den habe ich nicht erhauen, die Nunwurz habe ich noch nicht. Highwayman, nimm ich dein Gold, du Spinner. So. Was denkst du denn, Mann? Elfendeutsch. Hm. Nee, solange wir nicht wissen, wann wir... Hm. Ja, hatte ich gar nicht zu Ende geredet. Solange wir nicht wissen, wann wir mal insgesamt die Taschen leer machen können, richtig, müssen wir da vorsichtig sein. Weil hier hat ja keiner Geld. Das ist ja das Blöde. Hm. So. Keine Verkäuferin, kein Schmied und nix. Wurde mal zwischendurch was. Hm. Da war, glaube ich, der Händler, ne? Ach, der schläft. Nein, 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 nein. Der schläft noch. Ja, dann nützt ja nichts. Dann nützt es ja nichts. Dann müssen wir kurz nach Skyrim rüberfahren nach... Ja, zu Skyrim, ja. Müssen wir erstmal Taschen machen. Ja. Machen wir doch mal die Taschen leer. Ja, bitte. Ja, du bist es nicht, du bist es auch nicht. Dann bist, du das. Good day, friend. Jo. Keeping up. Of course. Get some rest. It's a long trip. Es nützt nichts. So, da sind wir wieder mit geleerten Taschen. Schnell, ne? Gut. Aber sorry. You're from Skyrim, right? I suppose you could help me. You're from Skyrim, right? I don't suppose you could help me. Help me? Nee, ich quatsche ihn jetzt nicht an. Können wir immer noch machen. Jetzt machen wir erstmal. Erstmal unsere Quest da fertig. Hey, you mix potions, right? Can you brew me an ale? Eine Brumil? Ach, das ist die Dänin wieder. Die aus Dänemark. Ja. Ja, hier legen ja Schiffe von überall an, also ist ja auch nicht verwunderlich. Mhm. Ja. Beate. Interessanter Name. Well met, friend. Greetings. Natürlich nett, wenn wir gegrüßt werden. Ja, das ist sehr nett. Trouble? I mostly deal with petty thievery and drunken brawls. Ach, das ist bestimmt die Schwester. Das war doch die Schwester oder die Cousine, von der die da oben am Hafen war. Stimmt. I protect my king and queen with my life. My king and queen. You better not get in their way. My king and queen, okay. Nicht nur dein King und Queen, das ist hier für alle. Did you need something? Ja, verlass meine Sonne. Need something? Mhm. 2 Hammer. You have? Incredible. You're the second person who has ever known this shout. Okay, so on to the final word. Apparently, no one knows this word, except for our ancestor god, Erkelath. Erkelath was the one to teach Vorir the first word. He couldn't teach him any other words, as he wasn't physically or mentally strong enough. Nope. Unfortunately, Erkelath lives in Lastendel, his spiritual plane. Whilst you were gone, I'd hoped to find some other way, but I couldn't. so, solange es kein feindlicher Dedra ist. Why, that must have been Erkelath himself. He has cause to help you after all. Zagris is his rival and always wanted to destroy him. You should head to the shrine. It's just off the road towards Alverton. Hopefully you'll be able to get in contact with Erkelath and ask him about the final word. Zum Schrein. Ach, der Schrein, den Schrein kennen wir doch. Jetzt gehen wir dem Suchen. Farewell. Auf geht's zum Schrein. What is it? Hm. Oh, danke Charlotte. Das war ja... Hätte ich mir schon komplizierter vorgestellt gerade. Schrein ist ja auch gleich hier um die Ecke. So. Auf zum Schrein. Oh, schöne Pilze. Blümchen. Schmetterlinge kriegen wir nicht, ne? Ne. Jetzt sind wir zu langsam. Oh, und hopp. Scheiß. Ach. Früher konnte ich das noch. Schon die Stufen? Ja, fast. Das ist nicht mehr weit weg. Da ist er doch. Da ist er doch, der Schrein. Worshippers. Wo sind die schon wieder? Die Arschgeigen. Da oben. Ich dachte, hier kannst du keine zwei Schritte machen ohne die Bekloppten. Bin ich froh, wenn wir die erledigt haben. Ey. Irgendwie sind die nervig. Hey, hallo, mach mal langsam, ja? Noch einer. Scheiße. Das gefällt mir ja gar nicht. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aha. Tränkchen. Und noch eins. Wartet mal, was ich jetzt für euch habe hier. Arschkrampen. Tada. Kriegst du mal was Ebenbürtiges, hä? So. Erledigt. Nichts mehr Blitze schleudern, hä? Hat sich ausgeblitzt. Tja. Selber schuld. Ach, unser Freund, guck. And so we meet again. Thank you for clearing those worms from my shrine. Bitte schön, bitte schön. Correct. The final word is only known within my realm, Lastendel. And so you must travel to have any hope of defeating Zagris. Luckily, you arrived before those worshippers destroyed my shrine. But the braziers around the shrine will need to be relit first. Schwein, ich verstehe mal Schwein. Relight those, then lay your hands on my shrine. Vielleicht kommt auch, weil ich Hunger habe. Hm. Wunsch denkt ein bisschen bei oder so, von Essen erzählen. Okay, Schrein. You know, I've seen more fights than I can count. That said. I'm always itching for more. Ja, So, haben wir Feuerzeug oder sowas? Oder? Ach, das geht's auch, okay. Der ist nett, da können wir auch seinen Schrein mal beleuchten, wenn ihm das hilft. Aber das kann ich nicht aufräumen. Wenn ich das anfasse, habe ich es in der Tasche. Worshipper. This is the life, traveling across land such as this. Ja. Ja, so machen wir das auch immer, ständig unterwegs. Okay, Touch-Schrein, gut, Touch too much. Habe jetzt hinter mir gemacht, so. Schön Sand mit Wasser dazu, Touch too much und alles einmal frei. Und dann habe ich offen, was ist denn jetzt los? What have you done? You almost killed her. Was? I'm afraid I have no idea. Whatever caused this is not normal. Something is causing interference. This must be Zagris. Give me a moment. I will see if I can find the source of the interference. Must be. This better. Must heißen müssen, das weiß ich. Be, weiß ich auch. Kann man sonst die Aufgabe nicht erfüllen, wenn man nicht Be ist, oder was, oder? I think I found it. There's a disturbance on a small island to the northwest off the coast. Wait, you mean Goldrock Island? I know the place. Valkyr and I found it and used to go there to try and find gold for children. Those were the days. Ich kann mich gar nicht bewegen. It's northwest of Lundin, not far off the coast. Yes, that is the place. If you put a stop to whatever is going on there, the Dragonborn will be free to travel to Lastendel. Schön, dass euch before we go running off, there's something I've got to ask. Hinter meinem Rücken unterhaltet alle beide. The Dragonborn is thinking it too. You know all the words of power. Why don't you just challenge Zarkris? Challenge. Would save us a lot of trouble, and you are a god after all. Eine Eiswürfel-Challenge machen. A good question, but I'm afraid it is not that simple. You see, even as a lesser Dedra god, Zarkris has ties with other Dedra. If I were to directly move against him, it would give the other Dedra cause to commit war against me, and could drag other gods into it as well, which, as I'm sure you could imagine, also, could prove disastrous for your world. Huh. I guess that makes sense then. Still a bit bothersome though. Come on, let's head to Goldrock Island and put an end to whatever disturbance is causing the interference. Interference. I remember when I was on the road with my mother as a lad. Someone tried to rob us. Probably thought we weren't worth much, but we sure showed him. Jetzt quatscht er wieder 5 Jahre lang. Weg. Wird schon kommen. So, da müssen wir hin. Hier finden wir kein Ende und das ist ein bisschen nervig. So ist ja schon cool, was ihr hier gemacht habt. Komplett eigenständiges Ding. Ja, ne, das finde ich schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht und das läuft ja auch, also macht keine Probleme, das ist schon immer wichtig. Sonst wäre ich natürlich nicht so begeistert, aber so ist doch okay. Interferenzen, also irgendwas stört. Von der Burg ist keiner. Noch weiter. Ja, dann gucken wir eben weiter. Ja, wie die das Dickicht gemacht haben, du kannst wirklich nicht unbedingt weit gucken. Richtig schöner, intakter... Oh, Schmetterling gefangen. Hey. Ein intakter Wald. was uns da erwartet. Wo die Interferenzen denn herkommen. Ach so, hier waren wir ja schon. Was? Ist das nicht das? Hallo? Haben wir nicht das vorhin schon, bevor wir... Ja, ich dachte, die sind auf unserer Seite. Ach, Ulrika sagt das. Haben die das Lager so schnell wieder besetzt hier? Da schießt doch noch einer. Schießt zurück. Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Los, versucht doch euch zu wehren. Euresgleichen hat keinen Platz. Wo ist sie denn? Ihr sagt, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Mit euch werde ich fertig. Ihr habt euren Mann. Die Musik geht mir auf den Keks. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Denkst du, ich habe vor dir Angst, oder was? Das werde ich genießen. Jetzt sehe ich dich wenigstens auch mal. So. Euresgleichen hat keinen Platz. Tschüss. Ist ja noch da. Kommen sie denn mal überall her? Ist endlich Ruhe? Oder ist das ein anderes Lager jetzt? Gar nicht das von vorhin. Da kannst du mal sehen, wie wichtig Schleichen ist, ey. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von HollstoneTV.